Oh Gott, was ist da in mich gefahren? Ich simuliere ein Divas-Match, das ist mir noch nie passiert. Oh Gott, ey. Ja, dieses Mal also zum ersten Mal überhaupt. Auch eine Simulation meinerseits hier für den TLC Pay-Per-View der WWE 2013. Letzter Pay-Per-View des Jahres und wir haben AJ gegen Natalya um den Women's, um den Divas-Titel. Kriege ich gleich einen Hustenanfall hier, wenn ich nur dann denke. Ja, warum habe ich das jetzt simuliert, weiß ich auch nicht so richtig, weil die Diven-Matches sind eigentlich immer die Zeit des Pay-Per-Views, wo die Leute alle aufs Klo gehen können. Ich glaube aber, dass es hier einen Titelwechsel gibt. Deshalb habe ich das simuliert. Natalya ist ziemlich auf dem Vormarsch. Jetzt nicht unbedingt, was ihr Auftritt bei Total Divas angeht. Natürlich ist die Show einfach richtig lustig und auch cool. Und ja, müsst ihr euch angucken, falls ihr es noch nicht tut. Obwohl es ja jetzt wieder in eine kleine Pause geht. Nee, das Season Finale ist an dem Sonntag, glaube ich. Müsste ich jetzt doch wirklich. Ja, also Total Divas gucken und danach sehen, wie Natalya Women's Champion wird. Das wird bestimmt denn das Ende für die Total Divas Staffel, die denn jetzt sein wird. Also ich denke mal, das wird dann wieder bis TLC laufen und Natalya kriegt denn den Titel. Ist doch ein glorreicher Abschluss für die Serie, finde ich. Ja, möglich ist es. Oh, hier schöne Hurricane Runner von AJ. AJ sowieso, ich finde die nicht schlecht. Von allen Wrestlerinnen geht das noch. Natalya ist auch gut. Also das Match hier ist noch anständig. Das ist in Ordnung, das kann man so booken. In der letzten Zeit war ja die ganze Zeit sowieso bloß Natalya gegen Tamina Snuka, die ja als Bodyguard sozusagen von AJ eingesetzt wurde. Ja, fand ich jetzt nicht so prall, aber gut, kann man machen, muss man nicht. Aber hier AJ mit einem Ninja DDT, das wird es vielleicht schon gewesen sein, und die Titelverteidigung hier stattfinden laut Simulation. Na, ach, Kick Out at One, das schafft kein Cena, aber hier, das ist ihr Finisher. Da hat Natalya auch beim letzten Pay-Per-View schon aufgegeben. Was beim letzten Pay-Per-View, als das Ding auf dem Spiel stand. In dem Fatal 4-Way-Match. Bei Hell in a Cell, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, aber hier hält Natalya wacker durch. Und schafft es nicht aufzugeben. AJ pinnt hier einfach mal nach einem scheiß Move. Und ja. Natalya kommt aber trotzdem raus. Also ich gehe hier jede Wette ein, dass Natalya das Ding nach Hause nimmt. Würde mich sehr freuen, weil AJ ist zwar eine lustige Women's Championess gewesen, als es um sie ging. Jetzt geht es ja doch mehr um die Total Divas. Und ja, der Titel ist halt nicht wirklich, spielt halt nicht wirklich eine Rolle. Würde mich allerdings freuen, wenn Natalya das hier packt. Wäre sehr cool. Und ich glaube es auch. Also ihr könnt gerne gegen mich wetten. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr mir nicht glaubt. Aber hier AJ, die ballert hier einen Finisher nach dem anderen weg. Ja? Also obwohl die ja... Und hier tappt Natalya. Okay. Mag sein. In letzter Zeit lügen ja die Simulationen sowieso eher weniger. Titel erfolgreich verteidigt. AJ, was denkt ihr? Wird es so passieren? Schreibt es mir in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Match.